Hallo Römer, liebe Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Rise of the Tomb Raider. Wir sind, okay, Sprengladungen, ja, okay. Haben wir nur leider gerade nicht. Hier können wir einfach nur hoch, okay. Ja, wir sind hier in Jacobs Heim, sag ich mal. Hatten wir hier noch ein Dokument? Nee, ne? Nee, das hatten wir im letzten Mal, glaube ich, noch angeguckt. Hallo. Wie haben Sie hierher gefunden? Was bringt Sie hierher? Alkohol. Ich meine, Frieden. Für die Welt. Kann ich nicht Hühnchen? Nee, will ich nicht. Okay, wir brauchen unbedingt neue Pfeile, Alter. Shit. Okay, wir gucken uns hier erstmal um. Wo ist denn unser Ziel? Unser Ziel ist da. Das heißt, wir gehen erstmal noch da. Haben wir hier denn alles, ey? Nochmal Sprengladungen, okay. Mein Mikrofon rutscht immer weiter runter. Moment! Loki hat die besten Vorbereitungen. Hallo. Moment. So. Jetzt dürfte es aber eigentlich richtig sein. So. Solange es nicht wieder weiter runterrutscht. Ja, noch ein bisschen fester drehen, so. Jetzt aber. Ich hoffe es. Ich hoffe, jetzt geht alles. Hallo Hühnchen. Wären Sie ins Hühnergehege? Wo ist denn das Hühnergehege? Ich brauche mehr Holz für das Feuer. Hühnergehege? Wo ist denn das? Jetzt ehrlich. Nee. Hier unten auch nicht? Wo ist denn das? Okay, da unten muss ich hin. Lol. Wo ist das Hühnergehege? Echt jetzt? Heilige. Alter, sieht das hier cool aus. Ohne Witz. Jetzt mal ehrlich. Ich will jetzt diese Hühnerquest machen. Aber ich habe keine Ahnung, wo das Hühnergehege ist. Hühnergehege? Hallo? Ey, yo, wohin mit dem Huhn? Ein Krieg kommt. Wir müssen uns vorbereiten. Okay, dann nicht. Ich habe null Ahnung, wo dieses Hühnergehege sein soll. Null verdammte Ahnung. Basislager? Hühner. Also doch hier hinten. Oh. Ich habe versprochen, sie zu schützen. Was habe ich getan? Ah. Wir hätten damit rechnen müssen. Wir wussten es besser. Ah. Komm her, du Huhn. Komm her. Lauf nicht weg. Nice. Zweites Huhn? Okay. Können wir es von hier werfen? Ja. Tschüpp. Zweites Huhn im Hühnergehege, okay. Da ist noch ein Huhn. Hab ich. War hier oben nicht noch eins gerade? Oh. Ah, jetzt verstehe ich. Sie erzählt von etwas Verborgenem. Yeah. Okay.
Uns fehlen noch zwei Hühner. Da ist eins. Hab ich dich. Nice. Um hier kannst du nicht entkommen, du Huhn. Niemals! Okay, ein Huhn fehlt noch. Hier hinten war doch locker eins, oder? Oder? Nee, ich glaub nicht. Ha. Okay. Wow, ein bisschen Zeitverschwendung hier, ne? Aber vielleicht kriegen wir ja was Cooles für diese Quest. Hier ist ein Huhn. Hab dich... Ja, nice. Oh. Hä? Kommt ihr denn alle her, ihr Hühner? Yeah. Oh. Wir haben Credits verdient. Okay, alles klar. War es mir das wert? Ich weiß es nicht. Hier ist eine Kiste. Mit Holz, um mehr Pfeile zu... Ach, okay. Wir sind voll. Was haben wir hier? Irgendwas Cooles? Hallo? Cooler Stuff? Ja. Noch ein schwieriger Winter für mein Volk. Mittlerweile gibt es mehr Tode als Geburten. Und die Jüngsten werden mit der Zeit immer rastloser. Ich sehe, wie sie in den Himmel schauen, wenn ein Flugzeug über uns hinwegfliegt, voller Erstaunen und Sehnsucht. Sie stehen noch immer für unsere Sache ein. Aber ich spüre, dass Veränderungen nahen. Das Ende unserer Lebensweise steht bevor. Die letzten Invasoren sind schon fast vergessen. Aber andere werden den Weg in unser Tal finden. Wir sind an das Schicksal dieses Ortes gebunden. Auf Gedeih und Verderb. Alter. Sei mal nicht so deep. Oh, hallo. Hallo. Haben Sie Tauschwaren dabei? Irgendwas Brauchbares? Irgendwas schwirrt durchs Tal. Müssen Sie doch gesehen haben. Es gibt da draußen eine weiße Wölfin. Ich habe sie nie selbst gesehen. Aber es heißt, dass sie nur nachts jagt. Cool. Oh, hallo. Hey. Sie sind Jacobs Gast. Wenn Sie irgendwie helfen wollen, weiter unten am Weg werden gerade die Wachtürme repariert. Nichts für ungut, aber Sie sehen nicht so aus, als könnten Sie mit dem Amboss umgehen. Na, da glaub mal. Jacob hat erzählt, dass Sie ihn aus dem Lager gerettet haben. Auch ein. Boah, eiskalt, einfach weglaufen. So, gut, was haben wir denn hier noch alles? Hier hinten noch irgendwas Interessantes? Nee, ne? Okay, schade. Ich hab irgendwie erwartet, dass ich da vielleicht hochklettern kann, aber hier kann ich hoch, okay. Und einen nahegelegenen Eingang finden, okay. Gewehrfrei. Oh ja! Cool! Wo könnte. Ja. Hallo. Hallo. Tut mir leid, ich kann Ihnen gerade nicht helfen. Okay. Ja, nö, wenn du mir nicht helfen kannst, dann interessiert mich nicht, was du zu sagen hast. Lag! Wow! Was ein Lag. Haus hier muss wohl irgendwie irgendwas Krasses haben. War ich hier schon drin? Glaub nicht, aber da ist auch nichts, okay. Dann war hier was. Nice. Okay, dann gehen wir jetzt hier lang. Hier gibt es doch locker auch ein bisschen was zu finden. So wie zum Beispiel etwas weiteres zum Lesen. Kinder, ihr dachtet, Lesen lernen sei unnütz und hätte nichts mit der Jagd zu tun. Das ist eure erste Lektion. Alles ist miteinander verbunden und ich habe immer recht. Die Schlauen unter euch, die ihren Irrtum eingesehen haben und dies lesen können, erwartet nun die erste Aufgabe. Spürt eines der kleinen Tiere des Tals auf und bringt mir sein Fell. Hasen sind überall anzutreffen, bei Tag und Nacht. In unserem Tal sind sie braun und in den Bergen schneeweiß. Eichhörnchen bleiben meist auf den Bäumen. Regen treibt sie in ihre Baue. Und wenn ihr Ratten sucht, schaut in den Ruinen oder bei den Ruhestätten der Toten vorbei. Aber bitte bringt mir keine Ratte. Ja, so ein Hasen oder ein Eichhörnchen braucht sie. Habe ich.
Oh. Schneiden Sie alle Kaninchen los, okay. Gibt 6 Kaninchen. Oh Mann, habe ich jetzt hier welche vergessen? Oh, bitte nicht. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist alles nur hier verteilt. Hoffentlich. Das heißt, ich werde jetzt einfach mal hier noch ein bisschen weiter gucken. Okay. Von da aus kann ich dann wieder runterjumpen, wie es aussieht. Ja. Alles klar. Ein paar Blätter mitnehmen. Hier ist nichts, okay. Was ist hier oben? Ist das dein Ernst, Lara? Danke. Okay, wow, ich hätte ja auch einfach nur hochspringen können. Wow, bin begeistert. Wuhu. GG. Wo zur Hölle bin ich hier? Alter Vater. Treffen Sie alle Ziele mit einem Pfeil. Sehe ich hier noch Ziele? Ne, ich glaube nicht, okay. Okay, wir haben jetzt, wir müssen 8 Ziele, also noch 7 Ziele treffen und noch 5 Hasen. Irgendwie. Ja, holen. Da oben kann ich auch irgendwie ran. Weiß nur nicht wie. Da kann ich auch rüber. Alles klar. Ach wow. Echt jetzt? Wow. Ja. Okay, dann würde ich sagen, laufen wir halt den anderen Weg. Da oben kann ich auch ran. Ich glaube, so weit kann Lara nicht springen, oder? Doch, klar. Nein. Ah, okay, ein bisschen mehr Anlauf vielleicht. Wow, ist das ein zeitverschwenderischer Part. Okay, nein, so weit kann sie nicht springen. Schade. Schade, schade, Schokolade. Aim. Was haben wir hier? Irgendwo noch ein Ziel? Nee. Ah. Aber hier ein Baum, den ich hochklettern kann. Okay. Hier ist eure heutige Lektion. Bringt mir ein Tier mit Federn. Die Vögel in unserem Tal fliegen meist am Tag und nisten in der Dunkelheit. Weiter entfernt gibt es auch Möwen und andere Arten. Diese Vögel wären für die heutige Lektion ausreichend, wenn auch die faule Lösung. Die Ehrgeizigen unter euch sollten sich zwischen Morgen- und Abenddämmerung in die hohen Lagen begeben. Ein Bussard würde mich schwer beeindrucken. Und bevor ihr fragt, die Hühner in unseren Dörfern kamen mit unseren Vorfahren her. Mit einem zahmen Vogel vom Hof eurer Mutter erfüllt ihr die Aufgabe also nicht. Okay. Schade. Ah, Moment. Hier kann ich mich rüberschwingen jetzt wahrscheinlich, ne? Okay, oder auch nicht. Ah, okay, Moment. Okay. Zack. Rüber. Warten. Ah. Okay, und jetzt? Von hier aus? Nee, da an die Wand kann ich nicht mit der Kletterachse oder so. Jetzt von hier aus irgendwie. Ah, ist ein Headshot verteilt. Ah, schade. Mann. Wieder runter. Okay. Schade. Hätte ja klappen können, ne? Gut, dann würde ich sagen, balancieren wir hier mal eben rüber. Ja, hier ist ein optionales Grab, alles klar. Ein optionaler Eingang. Irgendwo. Da. Ich sehe es, okay.
Aber ich finde sie nicht von der Jägerin noch irgendwie. Oh nee! Bah! Nein! Lad nach! Alles klar. Einfach nur die Schrot dafür nehmen. Einfach nur die Schrot. Du Lara, ich glaube, das Messer ist nicht ganz drin. Aber okay, du hast dort bekommen, alles klar. Ist okay. Alter! Ist hier so dunkel, ey. Okay, Pilze brauchen wir nicht mehr. Ein bisschen Erze können wir noch mitnehmen. Nice. Noch mehr Erz. Nehme ich mit. Musik hier? Ja, okay, das müssen wir zerstören. Bam! Nice! Wo zur Hölle kommen wir hier bitte hin? Oh, tauchen, nee. Muss das sein? Okay, wir brauchen ein Atemgerät. Okay. Das gibt's hier auch, Alter? What the fuck? Aber gut, dass das Spiel einem das sagt, finde ich. Sehr gut sogar. Wäre dumm, wenn man da jetzt weiter halt reingeht, aber halt einfach stirbt, weil man kein Atemgerät hat. Wäre halt irgendwie dumm. Aber naja, okay. Dann halt nicht. Dann gehen wir da halt nicht rein. Kann ich gut mitleben. Wollen ja auch ein bisschen von der Story noch mitbekommen, ne? Nicht die ganze Zeit nur optionale Gräber machen. Oder optionale Herausforderungen. Aber naja. Ist halt so. Ja, okay, geh wieder hoch. Bring runter. Okay. Dass ich da gerade nicht runtergerollt bin, war echt knapp. Oh, ja! Geheimnis entdeckt. Karte aktualisiert. Alles klar. Nett. Sehr, sehr nett. So, können wir hier irgendwie... Ja, wir können das daran schießen. Oder halt da unten ran. Das macht, glaube ich, mehr Sinn, oder? Aber man kann's... Nee, okay. Aber wir gehen eh erstmal hier lang. Das musst du hier echt kriechen, anstatt einfach nur in der Hocke durchzugehen. Ja, doch. Oh, lol. Wölfe. Würde ich treffen, wäre das ganz geil. Alter. Die Ziele sind mir zu schnell. Da komme ich nicht hinterher. Mit dem Zielen und Treffen. Okay, da kommen wir nicht rein. Ja, aber auch nicht, ne? Oder kommen wir hier rein? Hä? Ah ja, okay, kommen wir. Ups. Oh, dieses Windgeräuschdingens da, ne? Ey, oh. Geht ja gar nicht. Wir müssen eigentlich da runter, genau, okay. Also ist hier wieder eine optionale Herausforderung, denke ich mal. So viel zum Thema, wenn wir mehr von der Hauptstory wird kriegen. GG. GG. Aber es sieht hier echt interessant aus. Interessant, ja. Neues Wort, Leute. Interessant. Ist noch besser als interessant. Okay, da kommen wir weiter. Und hier ist nichts mehr. Okay. Dann gehen wir weiter.
Vielleicht finden wir hier ja das Atemgerät. Obwohl, ich glaube, das Atemgerät müssen wir uns kaufen irgendwie. Ach. Sicher, Lara? Ganz sicher. Und hier kannst du lang kriechen, aber da... lang... knien. Aber da hinten musstest du kriechen, genau. Alles klar, Lara. Erstaunlich. Ja. Diese Architektur ist älter als die orthodoxe Kirche. Erstaunlich. Mehr kann man dazu nicht sagen, ey. Was haben die hier gemacht? Das ist eine gute Frage. Eine goldene Gürtelschnalle. Dekorativ, aber auch robust und funktional. Sie gehört wohl zu einer Militäruniform. Könnte sein. Wenn du das sagst, stimmt das wohl. Okay. Nice. Basislager. Wollen wir uns angucken? Nee, ne? Aber war hier links nicht noch was? Hier rechts meine ich. War da nicht noch was? Hier. Nee. Okay. Oder? Nee, okay. Geil. Oh, ich sehe gerade, der Bart ist vorbei. Aber so habe ich einen Namen für den Bart. Ich nenne den Bart einfach nur erstaunlich. Passt einfach perfekt. Und wir können Waffen. Hatten wir nicht ein Gewehr jetzt freigeschalten? Nee. Maschinenpistole. Oh mein Gott, warte, was? Aber ich glaube, ich bleib bei der Shotgun. Bei der Strode. Danke. So, upgraden können wir nichts, ne? Hier, sonst wird das ja auch eigentlich blinken, aber nö. Okay, aber wir haben einen neuen Fähigkeitenpunkt. Den wir vielleicht hier rein irgendwo investieren, weiß ich nicht. Erleiden erheblich weniger Schaden durch feindliche Beschuss- und Nahkampfangriffe. Das wäre nett. Achso. Ja, ich nehme das, komm. Ich nehme das. Und dann würde ich sagen, Leute, war's das schon mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein. Na. No.